Yo guys, what's up und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich hier alles um meinen Kamerarucksack, was da so drin ist. Weil wie ihr vielleicht wisst, musste ich das Video ja auch vorproduzieren, weil ich jetzt noch anderthalb Wochen dann weg bin. Da habe ich den Kamerarucksack dann auch genauso, wie ich ihn euch hier zeige, dann auch eigentlich mitgenommen. Deswegen dachte ich mir, interessiert vielleicht den einen oder anderen, was ich so alles mitnehme. Fackeln wir auch nicht lange rum und guckt gleich mal rein. Achso. Und noch kurz vorneweg, ich habe den Amazon Basics Rucksack und zwar in der kleinen Variante. Einfach aus dem Grund, ich habe vorhin einen Rucksack, der war doppelt so teuer und der ist mir schon kaputt gegangen nach einem halben Jahr. Und Amazon Basics, günstig, groß und super Qualität. Also kann ich schon weiterempfehlen auf jeden Fall. So, dann gucken wir uns den Rucksack erstmal von außen an. Hier sind auf jeden Fall drei Fächer mit Reißverschluss. An der Seite jeweils noch ein kleines Fach. Und an den Seiten habe ich jeweils nicht drin. Da tue ich, wenn ich unterwegs bin, vielleicht mal kurz was rein. Dann haben wir hier an der Seite auf jeden Fall noch so Clipverschlüsse, wo man Stativ oder Steadicam oder irgendwas anmachen kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem kleinsten Fach an, weil hier habe ich zurzeit eigentlich nichts drin, bis auf eine Lupe. Die Lupe habe ich nämlich dabei, falls ich mal irgendwelche Photoshop-Composings machen möchte oder so. Da eignet sich eine Lupe eigentlich ziemlich gut und ich kann sie hier zu Hause eh nicht gebrauchen. Von daher hat sie hier eigentlich ihren Platz. Und wenn ich unterwegs bin, kommt hier eigentlich nur Schlüssel, Portemonnaie und solche Sachen eben rein. Also das vordere Fach ist ziemlich uninteressant. Dann kommen wir zum nächsten Fach. Hier kommen uns schon etwas mehr entgegen. Fangen wir mal an, ich hole das ganze Zeug mal raus. Anfangen tut das Ganze nämlich mit einem Ladegerät für die Kamera. Das ist nämlich mein kleines USB-Ladegerät, das ist nicht das große. Einfach aus dem Grund, das lädt genauso gut wie es groß, aber ist halt nur halb so groß. Das kannst du halt einfach mit einem USB-Kabel unterwegs irgendwo an den Laptop hängen oder an eine Powerbank und tada, wer hätte es gedacht, hier ist noch eine Powerbank mit drin. Falls ich unterwegs tatsächlich mal Akku brauche, habe ich immer dabei. Dann geht das Ganze weiter mit zwei Kamera-Reinigungssachen. Einmal mit einem Reinigungsstift. Einmal mit so einem Reinigungsgebläse. Das kann ich in meinen Rucksack packen, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendwas ausläuft. Und mein richtiges Kamerareinigungsset, sprich mit den Reinigungsflüssigkeiten, habe ich hier zu Hause. Und in der Regel ist dann auch so, dass ich dann gucke, bevor ich irgendwo hinfahre, dass wirklich alles komplett sauber ist. Und dann sollte das hier für unterwegs auf jeden Fall ausreichen. Dann geht es weiter mit zwei Sachen, wo ihr euch vielleicht denkt, warum hat er die in seinem Rucksack? Einmal eine Taschenlampe, die ist vielleicht noch etwas verständlich. Die ist dabei, wenn ich mal irgendwie nachts Fotos mache oder auf Lost Places unterwegs bin. Und dann, wie gesagt, noch eine Zange. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zum Teufel hat er eine Zange in seinem Kamerarucksack? Ganz einfach, oftmals ist es so, dass irgendwelche Schrauben an Stativen oder Steadicam oder auch in der Kamera oben, wenn ich Licht oder Mikro drauf schraue, dass es dann zum Teil so fest ist, dass man es mit den losen Händen, weil es einfach so klein und fummelig ist, dass man es dann überhaupt nicht mehr abbekommt. Dafür ist die Zange einfach mega praktisch. Also ich habe sie tatsächlich auch schon des Öfteren benutzt, deswegen sind auch manche Sachen eben schon zerkratzt, aber das ist egal, Hauptsache ich kriege alles ab und dran. So, was habe ich hier noch? Ja, Taschentücher halt, wenn man krank ist oder so oder allgemein unterwegs. Dann habe ich hier noch genau einen Block und einen Stift. Kann man auch nichts mehr falsch machen. Ihr merkt schon, das ist so das Fach, wo das ganze Zeug, was es nicht unbedingt was mit Kameras zu tun hat, aber trotzdem so Zubehör ist, alles reinkommt bei mir. Und damit würde ich sagen, machen wir das Fach auch gerade wieder zu und gehen auch gerade weiter ins große Hauptfach. So, ich würde dann sagen, fangen wir hier erstmal im oberen Teil an. Nämlich haben wir hier im Deckel so zwei ziemlich große und auch ziemlich stabile Fächer durch diesen stabilen Kunststoff. Und der ist hier oben auch jeweils mit einem Reißverschluss verschlossen. Und hier habe ich dann eben so Kleinzeug drin, wie beispielsweise Ersatzakkus. Habe ich zwei Stück. Schade, die brauche ich auch oftmals. Hier habe ich dann auch zwei Doppel-A-Akkus, da komme ich gleich immer drauf zu, weil die brauche ich hin und wieder auch mal. Und dann natürlich noch zwei extra SD-Karten hier. Und was ganz wichtig ist, falls man gerade irgendwie nichts dünnes, stabiles zur Hand hat, hier eine 1-Cent-Münze und zwar ganz einfach für die Schrauben an den Schnellwechselplatten von den Stativen, weil die musst du zum Teil mit Geldmünzen festdrehen, deswegen hier eine 1-Cent-Münze. So, dann haben wir hier oben noch was drin. Hier haben wir nämlich einmal ein komplettes Filterset drin. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ich muss auch zugeben, ich fotografiere ziemlich wenig mit Filtern, weil diese Filter, die ich hier habe, haben einen ziemlich krassen Farbstich und sind auch tatsächlich nur bis ND8 und noch irgendwelche anderen Zusatzfilter und mit dem fotografiere ich einfach so gut wie gar nicht. Ich habe sie trotzdem dabei, kann nicht schaden, aber wie gesagt, benutze ich halt jetzt nicht so oft. Und dann habe ich hier oben noch ein Objektiv-Bajonettdeckel und ein Kamera-Bajonettdeckel. Ich habe ja immer ein Objektiv auf der Kamera drauf in der Regel. Und wenn ich es dann nochmal abmache und die Kamera und das Objektiv getrennt transportiere, dass das Objektiv-Bajonett und der Kameramount dann auch einfach geschützt sind. Das war es dann auch erstmal mit dem ganzen Kleinzeug aus den Nebenfächern. Jetzt kommen wir auch schon zum Hauptfach und da würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem unspektakulärsten an. Nämlich ist das hier mein Lichtpanel, das kann ich ja mal kurz zeigen. Das ist für unterwegs eigentlich optimal. Ihr seht schon, das ist auch ziemlich lichtstark. Und ich muss sagen, wenn ich unterwegs irgendwo kurz bin oder auch zu Hause, ich stecke es mir einfach oben auf die Kamera drauf, filme kurz 2-3 Shots, dann ist gut, da hat das Ding ja auch seine Arbeit getan. Oder falls ich irgendwo ein Interview oder irgendwas drehen möchte, habe ich hier auf jeden Fall die perfekte Lichtquelle für unterwegs. Und hier seht ihr dann eben auch die Doppel-A-Akkus und dafür eben auch dann noch die zwei zusätzlichen Doppel-A-Akkus auf jeden Fall immer dabei.
Und jetzt kommen wir auch schon zur richtig coolen Technik, nämlich zu den Objektiven. Fangen wir mal an. Hier habe ich ein Teleobjektiv, 70 bis 300 mm, Blende 4 bis 5, 6 von Tamron. Ganz ehrlich, nutze ich so gut wie nie. Aber ein Tele zu haben, ist an sich kein Fehler. Und wenn ich es mal benutzt habe, bin ich auch wirklich nicht ums Tele drumherum gekommen. Also man kann auf jeden Fall mitarbeiten. Klar, man merkt, dass es jetzt kein mega hochwertiges Objektiv ist. Allerdings muss ich sagen, ich mache so wenig im Telebereich, da reicht mir dieses Objektiv vollkommen aus. Und wenn ich dann mal wirklich ein Tele brauche, bin ich wirklich froh, dass ich es habe. Also kommt das dann erstmal noch mit hier hin. Und dann zaubern wir hier noch raus. Natürlich mein kleines, aber feines 50 mm f1.8. Da habe ich schon mal ein ganzes Video dazu gemacht und ich glaube, da brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Deswegen stelle ich das einfach mit hier hin. Wer da näher interessiert ist, ich verlinke euch das Video hier oben. Dann seht ihr auch schon, der Kamerarucksack ist leer. Den machen wir dann quasi wieder zu. Aber jetzt haben wir natürlich hier noch was, nämlich mein Kamerahalter. Und da habe ich euch vor rund 2 Monaten schon mal von erzählt, dass ich mir hier einen bestellt habe. Und ich wollte euch ja nochmal nach einer gewissen Zeit Benutzung Rückmeldung geben, ob es sich denn jetzt wirklich gelohnt hat oder nicht. Und ich kann nur sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gerade auch wenn du jetzt in größeren Städten unterwegs bist, wie ich zum Beispiel in Hamburg war oder in Frankfurt, wo ich dann wirklich zwischen Bilder und Vloggen die ganze Zeit switchen musste und dann quasi die Kamera eigentlich auch immer griffbereit haben musste, war ich wirklich hier mega dankbar, das zu haben. Und kann auch einfach nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit wir etwas Platz haben, stelle ich ihn gerade mal beiseite in den Rucksack. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, du hast hier das ganze Equipment aufgereiht und alles. Wo ist denn jetzt überhaupt die Kamera? Und ja, natürlich, ich nehme ja gerade dieses Video auf. Und da benutze ich gerade meine Canon EOS 700D für mit einem 18 bis 55 mm Kit-Objektiv. Zusätzlich noch mit dem Rode Video Mic Go. Und unten drunter steht noch mein Stativ, was ich dann, wenn ich unterwegs bin, eben immer hier an der Seite dran habe. Und ich kann euch mal kurz das Setup zeigen, wie es hier aus meiner Sicht jetzt gerade aussieht. Da oben haben wir quasi meine 700D mit dem Kit-Objektiv. Da oben drauf seht ihr ja das Rode Video Mic Go. Und hier unten drunter ist ja eben mein Stativ, was auf Reisen auch mal mitkommt. Und ja, ich würde sagen, das wäre es dann auch fürs Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, ruhig rein damit in die Kommentare. Falls ihr auch irgendwie was in die Richtung macht mit Fotografie oder Filmmaking, dann macht doch auch gerne mal so ein Video und zeigt mal in einem Video, was ihr alles so für Equipment nutzt. Wäre auf jeden Fall mega interessant. Und damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.